Leute, ich höre jetzt momentan so oft, ja, ich wasche meine Haut nur mit Gesicht, ach, mit Gesicht, mit Seife und Wasser. Boah, es ist wirklich, es tut mir einfach nur weh, weil ich denke mir nur, warum? Überleg doch mal, warum so oft die Hände trocken sind, wenn wir die ständig waschen. Die Hände sollten ja auch grundsätzlich, ich mache es auch ehrlich gesagt nicht nach jedem Händewaschen, aber wenigstens paar Mal am Tag die Hände eincremen, weil an den Händen sieht man am schnellsten, ja, dass die Hände altern. Aber es ist auch ein Privileg, altern zu dürfen und dass man auch dieses Alter erreicht hat, auf jeden Fall. Aber warum denn nicht mit einer schönen Haut altern, solange es denn geht und einer gepflegten Haut? Kann auch einfach sein, dass du dir nicht helfen kannst und denkst, ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich greife einfach nach Seife und damit ist gut. Ja, da komme ich ins Spiel. Ich zeige dir, was du anwenden kannst. Es kann auch passieren, dass es nicht sofort wie Asche auf Eimer passt, dass die Produkte sofort hundertprozentig zu dir passen. Das ist normal, jede Haut ist individuell, auch wenn du jetzt einen bestimmten Hauttyp hast. Und dann schauen, wie sich die Haut verhält, weil Leute, wenn ich mir überlege, die Haut ist das größte Organ und es schützt uns vor allen Einflüssen, Umwelteinflüssen und wir geben ihr so wenig. Ne? Also vor allem das Gesicht, was kriegt das alles im Alltag ab? Ne? Und auch wenn dir, sage ich mal, jetzt deine Haut nicht so wichtig ist, weil sie mir aber nicht blau, also nicht vorstellen kann, weil die meisten wünschen sich ja dann meistens irgendwelche Anti-Aging-Produkte. Aber Anti-Aging ist halt auch Pflege. Auch wenn du schönes Make-up haben möchtest, so ist die Grundlage auf jeden Fall gute Pflege, weil nur auf schön gepflegter Haut sieht das Make-up auch schöner aus. Ne? Also wir wollen ja nicht einfach nur irgendwelche Unreinheiten oder was überdecken, sondern wirklich nachhaltig pflegen. Leute, denkt dran, der September ist schon in der zweiten Hälfte und das ist ja wirklich mal der Mega-Monat, insbesondere für Mutter-Tochter, weil die neuen Consultants, die bekommen ja noch zusätzlich einfach mal das Set für junge Haut geschenkt, also für neue Consultants, genau.